Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Final Fantasy 13-2. Beim letzten Mal hingen wir hier in Akademie fest. Auf der Suche nach, nicht Captain Marvel, sondern Captain Cryptic. Ich habe hier rechts eine Karte offen, die mir seine Locations anzeigt. Davon abgesehen, es gibt zwei Achievements, die ich in meinem Achievement Run, holen möchte. Weil du hier relativ easy die Achievements abgrasen kannst. Das Problem ist, da gibt es zwei Achievements, die... Zwei? Drei. Drei Achievements, die Grinding erfordern. Das eine ist, dass du, glaube ich, 10.000 Schritte mit dem Chocobo machen musst. Ist so semi-grindy. Einfach in dem Sinne, dass du... Dass ich halt jetzt öfters, Moment. Nee. Dass ich jetzt öfters, ein Chocobo benutzen muss. Nein, hier ist er nicht. Es ist ein bisschen schlecht zu erkennen, da unten. Ist so semi-grindy. Wenn ich öfter mit dem Chocobo reise, kann es sein, dass ich das auch so kriege. Das ist der Platz da. Richtung Westen. Ja gut. Das hier ist nicht Westen. Ah gut. Der ist wohl im Westen. Dann ist es eben, dass du den Jackpot in Serendipity gewinnen musst. Neue Stadt. Was ist... So, FF 13-2, Neustadt. Das ist nicht Akademie. Neue Stadt. Das ist nicht Osten. Das da ist Westen. Gut. Dann müssen wir darüber. Okay. Dann. Ja. Für die Lotterie. Da musst du den Jackpot gewinnen. Es gibt ein Skript, das du mit. Auto-Hotkey laufen lassen kannst, dass es die ganze Zeit das Ding durchspielt und selbstständig macht. Ich kaufe mir irgendwann noch das letzte Dingen, dieses, ne, es gibt ja hier Setzers Würfel, ein Gil und noch ein drittes Ding, ne, und die erhöhen allesamt die Jackpot-Chance. Das kaufe ich mir noch. Und dann lasse ich das da durchskripten. Und es gibt noch ein Achievement, da musst du 100 Mal in Folge den Erstschlag landen. Bist du tot? Wenn nicht, versuch's nochmal. Das 100 Mal in Folge Erstschlag landen ist halt richtig grindy. Weil, ja, entweder kannst du dich durch 100 Gegner durchkämpfen. Kannst dir damit aber auch den Fortschritt versauen. Oder... Warte, ich suche hier mal eben Captain Cryptic. Ja, dann noch eins weiter. Da. Okay. Oder man geht
Also man macht einen Erstschlag, geht in den Kampf und geht dann auf Kampf erneut starten und machst es dann die ganze Zeit. Dann so würde ich jeden 10. Kampf speichern, weil das Speichern unterbricht es nicht. Wenn ich es versaue, dass ich das dann nachholen kann. So. Ansprechen. Exercise that gray matter. And away we go. Question time. Ja, Fragen. Zum Atlas-Kontroll geht in Brescher-Ruinen. Wenn man die Route. Ja. E-0-0-0. Yes, this round is yours. Quizrang Gefreiter. Okay, Leute, geht mir bitte mal aus dem Weg. Sonst muss ich über euch hinwegschweben. Okay, hier ist in der Ecke normal noch ein Standort von ihm. Aber da ist er gerade nicht. Dann haben wir hier in der Nähe nochmal einen. Bis in die Straße hoch. Ist es hier? Ne, ich glaube da unten drunter ist es. Hier irgendwo müsste ein Standort von ihm sein. Ich glaube sogar tatsächlich direkt hier. Aber da ist er gerade nicht. Das heißt, wir müssen wieder in die Oststadt. Ja. Also, das Casino würde ich dann durchscripten lassen. Da würde ich vielleicht einmal eine Folge Casino machen. Dass wir eben wirklich, 20 Minuten Tippen durchziehen. Dass ihr das auch habt. Und ja, wenn das nicht funktioniert, dann lasse ich es halt scripten. Und ja. Genau, dann lasse ich das scripten, dass ich das Achievement vielleicht bekomme. Und ja, dann das mit den 100 Erstangriffen noch. Ah, hier bin ich, genau. No transmission issues. Ach Mann, Akademie ist scheiße. Genau. Ja, das sind so die drei Achievements, die ich dann irgendwie scripten oder irgendwie ranholen muss. Okay, scheiß drauf, ich gehe hier die Mitte wieder runter. Das ist mir zu blöd. Ja. Dann Monster-Dinger, da werde ich mir eine Liste suchen. Also ich werde mir den Namen rausschreiben und eine Liste suchen, wo ich was finden kann. Und manche Sachen kann man jetzt nicht im ersten Run schaffen. Auch von den Fragmenten her, soweit ich weiß. Ist jetzt nicht das Drama, weil das ist so vorgesehen. Da gehe ich dann eben weiter, weil da gibt's ein Item,
Ich weiß nicht mehr genau, wie das heißt. Chrono Unlocker oder so. Ich gehe ja schon wieder falsch. Auf jeden Fall kann man damit sozusagen die Zeit zurückspulen und Dinge nochmal erleben. Wenn man zum Beispiel die Kombos bei den Bossgegnern verkackt. Was ja durchaus möglich ist. Dann kriegt man ja das entsprechende Achievement nicht. Und mit diesem Chrono Pass kannst du dann die Zeit zurückspulen, um dir die Achievements doch noch zu holen. Und dann den Bosskampf nochmal zu machen und da dann den Erfolg zu holen. Wo ist denn Captain Hurensohn? Ja, ansonsten brauchen wir halt alle Fragmente. Ja, gut. Ne, Okay, hier nicht. Ansonsten brauchen wir alle Fragmente. Das heißt, wir müssen alle Karten zu 100% aufdecken. Wir müssen die ganzen Monster sammeln. Wir müssen Captain Cryptic töten, seine Fragen beantworten. Captain Cryptic zählt halt mit zu diesen Quiz-Dingern irgendwo. Ah, hier. Den lerne ich gerade echt hassen. Ich glaube, 5 Fragen muss man beantworten. JK. Ein Bomber. Oh, well done. Question time. What? Gleich 2 Fragen? In Cocoon. Auf. Monster-Rohstoffe. Bio-Waren, frisch und frischer. Quiz-Rang Sergeant. Und es heißt wieder Kryptik suchen. Da muss ich aber einmal kurz raustappen. Always hidden must be uncovered with Mox ability. First found in the Academy headquarters in the entrance area. After this initial encounter will leave and cannot be found there again until all his quizzes have been completed. We will always move to a different location regardless of if the player completes the quiz or gives an incorrect answer. It never appears. Okay. Okay, nee. Weil ich wollte gerade gucken, ob er vielleicht sozusagen gescriptet hin und her wechselt. Einmal im Westen und einmal im Osten. Aber dazu steht hier nichts. Deswegen nehme ich mal an, dass dem nicht so ist. Nachdem ich jetzt einmal hier im Westen bin, nutze ich gleich die Gelegenheit und suche ihn hier im Westen auch. Nicht, dass ich jetzt unter der Annahme gehe, dass er hier nicht ist. Und dann muss ich mir erstmal einen Wolf suchen, um irgendwie in den Westen zurückzukommen, um dann wieder den Weg hierher zurückzufinden. Und ihr wisst, dass die Wegefindung hier echt scheiße ist in Akademie. Da sind wir. Hier wäre noch eine Location, da ist er nicht. Where are the toys? Die Toys sind in deiner Mutter. Oh, wait. Das ist sogar ein Spruch, der geht.
Hör auf zu heulen. Was ist das da? Das Schlimmste an der Aufgabe ist ja nicht mal, Captain Cryptic zu suchen. Meinetwegen kann ich alle 11 Locations 100-mal absuchen. Das Schlimme ist, dass Academia einfach so eine beschissene Wegeführung hat. Also ich finde, Spiel spornt schon an, dass du 100% alle Achievements sammelst, ne? Aber die Wegeführung, um die Achievements zu holen, ist einfach unheimlich beschissen. Weil das kostet so viel Zeit. Ich glaube, ja doch, 90% der Folge verbringe ich damit, diesen scheiß Weg zu suchen, um dann eine Minute bei Captain Cryptic festzusitzen und sein dummes Rätsel zu machen. Aus dem Weg, dummes Kind. Es ist halt auch so unheimlich weitläufig hier. Das ist ja auch das, was ich in Final Fantasy XIV hasse. Dass es einfach so unheimlich weitläufig ist. Und da wirst du dann vom einen Ende der Welt zum anderen Ende der Welt geschickt. Und so witzig es auch ist, wenn die Kinder sich hier auf die Fresse legen, so dumm ist es auch einfach. Weißt du, wenn es halt hin und wieder passiert, so als Gimmick oder als Easter Egg, ist ja ganz witzig, aber wenn sich da wirklich alle 2 Meter irgendwo so ein dummes Kind aufs Maul haut. Ah, da ist er. Wenn sich da alle 2 Meter so ein dusseliges Kind auf die Fresse haut, ist halt schon dumm. Kinder lieben Chocobo-Kekse. IJK. Karfunkel. Nee. Schokolade. Oh, well done. Question time. Brynhilda im Metamorph-Modus an. Die eines Fahrzeugs. Ah, stimmt. Yes, you are correct. Question time. Mutproben. JKLM. Ein Rattenschwanz. Excellent. Another winning answer. Leutnant. Haben wir das nicht schon mal geklärt gehabt? So, dann wieder hoch hier und die 2 Locations in der Weststadt abklappern, die safe unbesetzt sind. Aber nachdem sie ja hier sind. Ja. Schade. Das heißt, wir müssen jetzt wieder in die hässliche Oststadt. In der Oststadt müssen wir noch eins machen und dann nochmal eins in der Weststadt, schätze ich.
It's so big, ja. Wir sind bei 20 Minuten. Meine Fresse, geh mir aus dem Weg, du Arschloch. Wäre witzig, wenn ein Kind sich hier beim Gelände auf die Fresse lässt und runtergeschossen wird. Wirklich, ich hasse die Kinder aus Final Fantasy 13. So. Aus dem Weg, du Arschloch. Komm, steh bitte hier in der Sackgasse. Nee, natürlich nicht. Gut. Dann bedanke ich mich erstmal wieder bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.